Drei Probleme, die nur extrem schüchterne Menschen haben. Du siehst sie. Tag ein, Tag aus. Immer wieder mal und eure Augen treffen sich. Du fragst dich, ob sie dich ebenfalls mag. Du gehst nach Hause, setzt oder legst dich hin und wirst melancholisch. Auch wenn es keiner zugeben möchte, dir geht es wie Hunderten von Millionen von Menschen. Selbst den lauten Angebern, die es nicht zugeben wollen. Auf diesem Kanal bekommst du das Selbstvertrauen, mit natürlichen und schönen Frauen zu flirten, tiefe Verbindungen zu kreieren, dabei Erfahrungen zu sammeln und alles mit ihr zu erleben. Und entlang dieser Reise die eine für dich zu finden und zu behalten. Mein Name ist Andy Friday und in diesem Video bekommst du die drei schlimmsten Probleme, die sowohl meine Kunden gut kennen, als auch ich selbst. Problem Nummer 1. Die Friendzone. Wir kennen sie. Diese Frau mag uns teilweise auch, aber irgendwie wird daraus nie mehr als das. Wir verpassen unsere Chance und müssen jedes Mal zusehen, wie ein anderer, scheinbar attraktiverer Mann irgendwann für sie wichtiger wird. Wir müssen zusehen, wie sie Händchen halten und irgendwann auch mal vor unseren Augen sich küssen. Und wir lächeln, während wir dabei zusehen. Aber der Schmerz sitzt verdammt tief. Und wir wissen, wir hätten irgendetwas tun müssen. Es gibt zum Glück einen Weg, mit dem selbst wir Schüchternen aus so einer Freundschaft mehr machen können. Er hat das auch geschafft. Wir waren erst ein bisschen verdutzt, sind ins Gespräch gekommen und haben uns dann schließlich für ein Date verabredet. Und ja, so ist es entstanden. Und ja, jetzt ist sie meine Freundin. Also das Coaching hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt. Problem Nummer 2. Smalltalk ist anstrengend. Für schüchterne Menschen ist Smalltalk einfach erschöpfend. Wir haben manchmal gar keine Lust darauf, neue Leute kennenzulernen, weil wir allein schon bei dem Gedanken an Smalltalk gar keinen Bock mehr haben. Dieses Video hier aufzunehmen ist für mich nicht mal im Ansatz dasselbe, wie auf andere Menschen zuzugehen. Was zur Hölle sollen wir sagen? Was ist gesellschaftlich angebracht? Warum können das andere so gut? Was stimmt mit mir nicht? Werde ich ewig einsam sein? Und damit sind wir natürlich nicht allein. Frauen geht es übrigens genauso. Es gibt so viele schöne und intelligente Frauen, denen es genauso geht, die ebenfalls schüchtern sind. Dafür gibt es eine logische Erklärung. Was wir gut können, das macht uns üblicherweise auch Spaß. Und wenn wir etwas nicht gut können, dann ist es für uns erstmal anstrengend. Das ist wie mit jedem Hobby oder Aktivität, die dir liegt. Analytisches Denken, räumliches Denken, Lösungen finden, Menschen helfen. Sprachen sprechen, Tanz oder Musik. Wenn wir etwas können, zieht es uns ganz natürlich dahin. Wir müssen uns dafür nur geringfügig anstrengen. Aber bei all dem anderen, da vergeht uns schnell die Lust, oder? Wie punktest du also als schüchterner Mann, wenn du diese wunderschöne Frau vor dir siehst und endlich ansprechen und kennenlernen möchtest? Ich verrate dir jetzt etwas, was mich verdammt aufregt. Du brauchst keinen Smalltalk. Wir müssen nicht so tun, als ob wir uns für irgendwas interessieren, was uns nicht wirklich interessiert. Das ist nicht authentisch. Und nein, du bist trotzdem attraktiv und interessant. Smalltalk führen ist für uns meist so ein unangenehmes Thema, weil wir uns dazu verpflichtet fühlen, wenn wir mit jemandem reden. Erst recht, wenn wir sie noch nicht lang genug kennen. Aber das ist Bullshit. Du kannst doch in der ersten Minute den Smalltalk-Teil einfach überspringen und ein tiefgründiges Thema anschneiden. Ich spreche immer mal wieder mit Männern im kostenlosen Erstgespräch, die über ein Jahr, zwei Jahre, sogar eine Dekade mit einer Frau zusammen waren, geheiratet haben, manchmal Kinder bekommen haben und dann irgendwann ihren wahren Charakter festgestellt haben. Das muss nicht sein. Das muss wirklich nicht sein. Wenn wir aufhören, den anderen einfach nur nachzuplappern und so zu tun, als ob wir alles gefallen, was der andere sagt, sondern mal nach unseren Werten filtern und die Gesprächsthemen anschneiden, die uns wichtig sind, um festzustellen, ob sie zu uns passt, dann können wir von Anfang an diese Menschen aus unserem Leben herausfiltern und die richtigen Frauen in unser Leben einladen. So findest du schnell heraus, ob sie auch deinen Werten entspricht, ob sie ähnliche Interessen hat und ähnlich denkt, fühlt und die Welt sieht. Es gibt auch tiefgründige, natürliche und schüchterne Frauen. Mehr als uns vielleicht auffällt. Denn auch sie halten sich natürlich gerne im Verborgenen. Und sie ist tatsächlich enttäuscht, wenn du nicht so schnell wie möglich in die Tiefe gehst. Und wie du in 60 Sekunden auf souveräne Art und Weise ein tiefgründiges Gespräch beginnst, dafür gibt es einen ungewöhnlichen Satz. Den bekommst du, indem du auf dieses Video klickst. Das wahrscheinlich schwierigste Problem. Problem Nummer 3. Wir verstehen Flirten nicht. Was zur Hölle soll Flirten denn bitte sein? Was machen denn die anderen da? Es sieht manchmal irgendwie sogar lächerlich aus, dass sich zwei Erwachsene so verhalten. Aber klar, wenn wir uns in unserem Alltag ständig nur mit analytischen Problemen beschäftigen,
dann kann Flirten für uns nur wie eine Fremdsprache sein. Wir wissen, dass wir manchmal auch leichtherzig sein können. Aber wie schaffen wir es in diesem Modus? Ich weiß, das fühlt sich an wie ein Teufelskreis, aus dem wir nicht rauskommen. Deswegen habe ich Jahre damit verbracht, auf Frauen zuzugehen, Erfahrungen zu machen. Die wenigsten davon waren am Anfang angenehm. Ich habe es studiert, ich habe die Welt dafür bereist und heute bringe ich es anderen Männern bei, wie sie eine Freundin bekommen auf Augenhöhe, wie sie Frauen entdecken, verführen und entlang dieser Reise die richtige finden. Aber wir müssen eine Sache dabei verstehen. Die wichtigste Sache, die ich dabei gelernt habe, Schüchternheit ist keine angeborene Eigenschaft. Schüchternheit ist eine Angewohnheit. Ja, ich habe halt viele oder mich viel mit meinen inneren Sorgen, Ängsten und Zwängen auseinandergesetzt in den letzten Wochen und konnte da auch viele von lösen. Ich habe meine Attraktivität auf jeden Fall in den letzten Wochen auch mehr erkannt und ich bin auch zufrieden damit und weiß auch, dass ich auf Frauen eigentlich eine sehr gute Wirkung habe. Ja, das, was wir als schüchtern sehen, ist lediglich etwas, was wir uns seit unserer Kindheit antrainiert haben. Du kannst dich noch genau an eines oder zwei dieser Schlüsselmomente recht gut erinnern. Als andere Menschen auf einmal angefangen haben, uns den Mund zu verbieten, als unsere Mutter uns mit 3 Jahren gesagt hat, sei still, du störst, oder ach, nicht jetzt. Auch wenn es sie und andere Erwachsene mit uns gut gemeint haben, wir haben damals gelernt, dass es nicht gut ist, im Mittelpunkt zu stehen. Also haben wir uns freiwillig zurückgezogen. Aber reden wir von etwas viel Wichtigerem, von deiner wahren Charaktereigenschaft. Weißt du, was sie ist? Herz. Als Mann mit Herz verstehst du, dass es nicht dein Job ist, möglichst viele Frauen in dein Bett zu manövrieren, sondern die authentischste, unabhängigste und dadurch auch attraktivste Version deiner selbst zu werden. Und dann ziehen wir auch die richtigen Frauen in unser Leben. Und das kannst auch du. Dazu brauchst du mich nicht mal. Eigentlich der perfekte Ort mit Aussicht über die ganze Stadt. Und ja, und da habe ich sie direkt umarmt und dann gleich geküsst. Hat sofort funktioniert. Wirklich nie damit gerechnet, dass das jetzt so schnell geht bei mir. Eigentlich unbeschreiblich. Ich weiß, kann es jetzt noch nicht verarbeiten, was gerade alles passiert. Schlaf habe ich in letzter Zeit wenig, aber ja, dafür erlebe ich ganz viele tolle Sachen. Wenn du einen roten Faden bekommen möchtest, wie du die Frauen, die du auch magst, verrückt nach dir machen kannst, dann klick auf den ersten Link in der Videobeschreibung und schau dir das Video auf der nächsten Seite an. So erfährst du alles darüber, wie wir dich in 12 Wochen dahin befördern, dieser Mann zu werden. Wenn du den nächsten Schritt auf diesem Kapitel mit uns zusammen gehen möchtest, dann klick auf diesen Button und wir sehen dich auf der anderen Seite.